Hi, hier ist Lukas von Birdie Train. Wenn du neu auf unserem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, um keine weiteren neuen Videos mehr zu verpassen. Hinterlasse doch auch gerne ein Gefällt mir und einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Video hast. Ich möchte in diesem Video nun darauf eingehen, ob es sinnvoll ist, das hintere Bein, also das rechte Bein für einen Rechtshänder im Rückschwung, angewinkelt zu lassen. Es gibt die verbreitete Meinung, dass es sinnvoll sei, im Rückschwung den gebildeten Winkel zwischen dem im rechten Bein beizubehalten und diesen Winkel nicht zu verändern. Die genannten Vorteile sind, glaube ich, dass man den Ball, warum auch immer, konstanter trifft und die Tatsache, dass man den Ball weiter schlüge, weil man die Verfringung zwischen der Drehung des Unterkörpers und der Drehung des Oberkörpers erhöht und durch diese erhöhte Verfringung den Ball weiter schlüge. Ich kann diese Vorteile absolut nicht erkennen. Ich sehe sogar ganz viele Nachteile von dieser Bewegung. Ich werde dir also absolut empfehlen, diesen Winkel aufzulösen und das rechte Bein in eine Streckung zu bekommen im Rückschwung. Damit meine ich, dass das rechte Bein durch eine erfolgende Drehung sich eben in eine gestrecktere oder in eine erhöhte Streckung begibt. Das linke Knie kommt leicht nach vorne im Rückschwung, das rechte Bein streckt sich, wie gesagt. Dabei geht es um eine Drehung in der Hüfte. Die Hüfte kann kaum drehen, ohne dass ich die Beine mitbewege. Die Beine sind also essentiell dafür, dass ich die Hüfte ausreichend drehen kann und eine ausreichende Drehung der Hüfte ist essentiell für einen guten Golfschwung. Es geht also nicht darum, dass du irgendwie das Bein streckst und es geht auch nicht darum, dass du so viel streckst, dass eine richtige Spannung hier reinkommt und das Bein sogar überstreckt ist, sondern definitiv in eine gestrecktere, deutlich gestrecktere Position als in der Ansprechhaltung. Ganz, ganz, ganz viele sehr gute Spieler werden auch genau diese Bewegung so umsetzen. Dustin Johnson, Bubba Watson etc. Da kann man sehen, wie gestreckt deren hinteres Bein ist. Ganz wenige Spieler lassen das tatsächlich annähernd gerade und ich werde auch darauf eingehen, dass diese Spieler tatsächlich auch Probleme haben. Kommen wir auch direkt zu der ersten Problematik, die entsteht, wenn man das hintere Bein angewinkelt lässt, es nicht erlaubt, sich zu strecken. Und zwar wird man dadurch eine erhöhte Belastung auf den Körper eingehen. Man wird vor allen Dingen dann die Wirbelsäule und andere Körperbereiche absolut überbeanspruchen und es kann absolut schnell zu Verletzungen daraus resultieren kommen. Zum Beispiel eben ist Jason Day jemand, der das rechte Bein relativ stark angewinkelt lässt. Und dieser Spieler hat auch extreme Rückenbeschwerden und fällt leider häufiger aus aufgrund seiner Rückenprobleme. Und diese entstehen eben unter anderem dadurch, dass er das rechte Bein so angewinkelt lässt. Also eine ganz wichtige gesundheitliche Komponente steckt eben darin, dass du es erlaubst, dass sich das rechte Bein streckt. Das ist allerdings bei weitem nicht der einzige Vorteil. Der zweite Vorteil ist die Tatsache, dass das Armsystem und dass der Schläger auf eine bessere Art und Weise schwingen kann. Wenn man das rechte Bein nämlich angewinkelt lässt, dann ist es so, dass die Arme von dort nunmehr nur noch nach oben wandern können. Nur wenn ich der Hüfte eine gute Rotation erlaube und dafür muss ich, wie gesagt, das rechte Bein leicht strecken, nur dann kann das Armsystem auf eine sinnvolle Art und Weise nach hinten um mich herum gelangen. Und das ist eben die Kreisbahn, die man im Golfschwung einnehmen sollte. Von dort hat man absolut die größten Chancen, auf eine gute Art und Weise auf den Ball dann auch zum Ball zurückzuschwingen. Jim Furyk ist nämlich zum Beispiel einer, der das rechte Bein extrem angewinkelt lässt und er hat deswegen keine Rückenschmerzen, weil er eben kaum dreht, sondern die Arme nur hebt, aber die Arme kann man eben dann nur in diese Richtung heben. Und er ist einer der extrem wenigen Spieler, die sich aus dieser ungewöhnlichen Position eben sehr gut retten kann. Dazu gibt es übrigens auch eine Schwunganalyse hier auf unserem Kanal, die du dir gerne angucken kannst. Aber wie gesagt, damit du eben eine verlässlich eine wiederholbare Schwungrichtung auch hinbekommst, brauchst du ein sich streckendes hinteres Bein, damit das Armsystem auf eine sinnvolle Art und Weise nach hinten wandern kann. Wenn du das rechte Bein gestreckt angewinkelt lässt und die Arme nach hinten arbeiten lassen willst, dann geht das nur, indem du das Armsystem kompensierst, indem du den rechten Arm nach hinten ziehst und das wird dir auch nicht weiterhelfen und definitiv nicht zu besseren Golfschlägen verhelfen. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass du den Ball weiterschlagen kannst. Für eine Schlaglänge ist nämlich auch ein gewisser Umfang des Rückschwungs
notwendig. Und wenn man eben dabei die Struktur nicht verlassen will, das bedeutet, wenn man dabei nicht einfach nur eine Länge des Rückschwungs mit dem Heben und Anwinkeln der Arme erreichen will, sondern wenn man dabei eine gute Struktur weiterhin aufrechterhalten will der Arme und trotzdem relativ weit zurückschwingen möchte, dann braucht man auf jeden Fall eine Drehung der Hüfte. Und diese Drehung der Hüfte sorgt eben erst dafür, dass auch der Oberkörper ausreichend drehen kann. Also ich kann den Oberkörper nicht viel drehen, wenn man das rechte Bein angewinkelt lässt. Und wenn ich kürzer aushole, dann wird es in sehr vielen Fällen, in den allermeisten Fällen auch dazu führen, dass ich den Ball kürzer schlage. Und wie gesagt, ich will eine möglichst große Aushol- oder einen möglichst großen Rückschwung, weiten Rückschwung haben, ohne eben auf ungünstige Art und Weise mit dem Armsystem dabei zu arbeiten. Und dafür muss ich dem Unterkörper erlauben, viel zu drehen. Und dafür muss ich erlauben, dass ich das rechte Bein strecken kann. Es gibt auch noch viele weitere Vorteile. Zum Beispiel, dass ich aus einer besseren Arbeit des Unterkörpers, gestreckteren Position des rechten Beines, meinen Druck besser in das linke Bein verlagern kann. Also auch definitiv noch ein Faktor, dass ich einen besseren Ball-Boden-Kontakt erzeugen kann. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Ich habe jetzt hier die wichtigsten erstmal aufgezählt und hoffe, ich konnte dich überzeugen davon, dass du auf jeden Fall es zulässt, dass sich das rechte Bein streckt. Eine gute Übung dafür ist, dass du den Schläger so vor die Oberschenkel legst und nun das Griffende mit der rechten Hand, das Griffende leicht nach hinten drückst. Und dabei wird es so sein, dass sich das rechte Bein von alleine etwas streckt. Ich mache es aus dieser Perspektive vor. Ich drücke das Griffende nach hinten, das rechte Bein streckt sich, das linke Knie kommt leicht nach vorne. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Trainieren. Hoffe, du guckst dir die weiteren Videos hier auf unserem Kanal an. Wünsche jetzt alles Gute, bis zum nächsten Mal.